Moin moin und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Risen. Wie ihr seht, habe ich jetzt ein ganz fashion Schild und ich habe mir auch ein neues Schwert gegönnt, beziehungsweise habe mir mein altes Schwert von Fuller wiedergeholt. Dementsprechend geht es mir jetzt besser. So, und ich habe ihm auch noch hier Vasilium gekloppt, das heißt, ich habe jetzt hier die 5 Rüstungsplatten, die ich holen sollte. Und anstatt hier zu dem Vogel zu gehen, gehe ich jetzt mal wieder zu dem Arschloch. Ich weiß nicht mehr, wie der Penner hieß. Auf jeden Fall weiß ich, dass der sehr, sehr unhöflich war. Und genau, Korasko. Hier sind 5 Rüstungsplatten für dich. Lukor wollte sie in seinen Besitz bringen, aber das habe ich verhindert. Nicht schlecht, Kleiner. Dann bist du vielleicht auch überzeugend genug, Lukor klarzumachen, dass er sich verpissen soll. Wie sieht's mit einer Belohnung aus? Du kannst dir was aussuchen. Uff. Was? Spruchrolle Witz? Oh mein Gott, wie lachhaft. Ich nehme die 200 Gold. Gib mir das Gold. Wie du willst. Ich werde mit Lukor reden. Ich verlasse mich auf dich. Betrachte es als erledigt. Meine Belohnung hole ich mir später ab. Spruchrolle, Witz, ey. Was soll das denn für eine Scheiße, ey? Meine Fresse. Ich wüsste gern mal, was das für einer ist, ey. Ich habe Carrasco die Rüstungsplatten gebracht. Verstehe. Er zahlt wohl besser als ich. Was ist? Bist du gekommen, um mich jetzt fertig zu machen? Verprügeln? Umlegen? Was soll mit mir geschehen? Du kannst ja auch einfach verschwinden. Du bist ein ziemlich harter Bursche, das muss ich dir lassen. Aber gut, du hast gewonnen. Ich werde verschwinden. So, und damit haben wir auch Lukor loswerden können. Es fehlt uns jetzt noch ein Bandit. Mal schauen, wer das überhaupt ist. Alles klar, Lukor haut ab. Sehr gut, dein Einsatz für die Stadt ist vorbildlich. Ich werde das melden. Hoffentlich wirst du dich uns anschließen. Wie sieht's mit einer Belohnung aus? Du kannst dir was aussuchen. Ich nehme die Heiltränke. Kann man immer gut gebrauchen. Ja, die Heiltränke auf jeden Fall, die kann ich sehr gut gebrauchen. So, jetzt wollte ich aber mal gucken, hier war ja auch, warte mal. Nee, Quatsch. Da. So, Felle für Fleisch, da muss ich mich auch noch gucken. Karte für die Karte der Insel, ja, das kommt ja auch später irgendwann. Der gefangene Schatzsucher. Alle guten Dinge sind 3, was war das denn nur? Ach so. Okay, Nelsons Ring muss ich auch noch irgendwie finden. Jetzt sind alles so ein paar schwierige Sachen. Muss ich mal gucken. Aber ich wollte jetzt erstmal hier hinten hin, weil ich könnte mir gut vorstellen, dass da der gefangene Schatzsucher ist. Hey du, was lungest du hier herum? Hier hat keiner was zu suchen. Ich wusste nicht, dass es verboten ist, hierher zu kommen. Erzähl keinen Unsinn, du Schwachkopf! Was glaubst du, warum ich hier Wache halte? Was genau bewachst du hier? Das würdest du wohl gerne wissen, was? Pass bloß auf. In dieser Zelle dort sitzt Kapitän Romanov, einer der gefährlichsten Piraten der Meere. Ist nicht wahr. Ja, seine Pfeife wie dich frisst er zum Frühstück. Was ist mit Romanovs Mannschaft? Ich denke, seine Leute lungern irgendwo in der Hafenstadt rum und lassen es sich gut gehen. Tja, Matrose müsste man sein. Warum bringen die Weißen Romanov nicht in die Vulkanfestung wie alle anderen? Tja, das fragst du den falschen Kumpel. Mir erzählen die Weißen nur so viel, wie ich wissen muss. Und wenn ich ehrlich bin, interessiert es mich auch nicht. Ich will mit Romanov sprechen. Du machst mir Spaß. Das kannst du vergessen.
Der Zellenschlüssel bleibt schön in meiner Tasche. Was willst du haben? Jeder andere Arsch der Stadtwachen amüsiert sich abends in den Kneipen. Oder geht in Sonjas Bordell. Aber ich darf meinen Posten hier nicht verlassen. Ich stehe hier draußen schon seit Tagen bei Wind und Wetter, wie so ein gepeinigter Köter. Das geht mir ganz schön gegen den Strich, das kann ich dir sagen. Wenn sich wenigstens eins der Freudenmädchen hier draußen mal sehen lassen würde. Ich werde dir eins von Sonjas Freudenmädchen hierher schicken. Dafür lässt du mich mit Romanov sprechen. Na gut, abgemacht. Beeil dich aber damit. Sonst setze ich hier noch Moos an. Und weh, sie ist schäbig wie die Nacht. Da wird nichts aus unserem Geschäft, klar? Mein Gott, ist das ein Arsch. Aber gut, wir haben ja hier die komische Alte, die da hinten auf der Bank sitzt, wobei ich nicht mal weiß, wo Sonjas Bordell überhaupt ist. Die Perle, die werden wir jetzt einfach mal anlabern. Ich habe 30 Lernpunkte, ich weiß gar nicht, wohin, was ich... Naja, egal. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich die jetzt überhaupt einsetzen soll. Weil ich habe nur 288 Gold, also in irgendwas, in Schwertkampf oder Stärke oder was, kann ich das nicht rein... Meine Fresse, ich habe keine Ahnung. Ich könnte deine Dienste brauchen, die Zellenwache am Hafenkai. Hör zu, erst das Gold, dann das Vergnügen. Bezahl mich bei Donna Sonja, dann reden wir weiter. Nee. Toll. Wo ist das Hafenbordell? Ach, das ist doch ätzend. Ich hab kein... Nee, wenn ich da reingehe, dann will der mich umkloppen. Nee, ist genau so. Und da oben ist ja nicht der Bordell. Wo ist denn das Hafen? Aber hier merkt man wieder, dass ich das Spiel noch nie gezockt habe und... ja. Daisy's Patty. Auch nicht. Das ist Buddy, mit dem habe ich ja glaube ich schon mal gelabert. Ich weiß gar nicht, ob ich mit Patty mal gelabert habe. Hey Fremder, du siehst aus, als könntest du einen ordentlichen Schluck vertragen. Hier hast du ein Bier. Trink erstmal ein. Das Zeug ist das Beste der ganzen Stadt. Danke. Das ist gut. Du bist sehr jung für eine Kneipenwirtin. Eigentlich wäre ich gar nicht mehr hier, wenn die Weißen die Stadt nicht abgeriegelt hätten. Weil ich nicht in der Gosse leben wollte, habe ich diese Kneipe hier übernommen. Wenn ich könnte, wäre ich schon lange weg. Das kannst du mir glauben. Was genau willst du draußen vor der Stadt? Das kann dir doch egal sein. Aber wenn du es genau wissen willst, ich suche etwas. Etwas sehr Wertvolles. Was denn? Kannst du ein Geheimnis für dich behalten? Na klar. Siehst du? Ich nämlich auch. Ja, läuft bei dir. Du machst mich neugierig. Wonach genau suchst du? Du lässt nicht locker, was? Na schön, wenn du es unbedingt wissen willst. Ich suche meinen Vater. Ach was. Sein Name ist Gregorius. Er ist Seemann. Man sagte mir, er sei auf dieser Insel. Ich bin nur allein wegen ihm hierher gekommen. Doch bisher fehlt mir von ihm jede Spur. Ich kann nur vermuten, dass er sich außerhalb dieser Stadt irgendwo auf der Insel herumtreibt. Ich werde dir helfen, deinen Vater Gregorius zu finden. Da hast du dir was vorgenommen, du Held. Aber bitte, wenn du unbedingt willst. Ich weiß nicht, ob du Kapitän Romanov kennst. Ich hörte, er sei mit seinem Kahn hierher gekommen und soll sich irgendwo hier in der Stadt aufhalten. Romanov ist auch Seemann. Er hatte oft mit meinem Vater zu tun. Also, wenn jemand wissen könnte, wo mein Vater sich aufhält, dann ist es Kapitän Romanov oder jemand seiner Mannschaft. Du willst also aus der Stadt? Und wie soll das gehen? Das weiß ich noch nicht. Ich habe nur gehört, dass es einen anderen Weg aus der Stadt geben soll als die beiden Haupttore. Aber wer weiß schon, ob das stimmt. Geredet wird viel in dieser Stadt. Ich werde dir helfen, die Stadt zu verlassen. Das ist ja rührend, kleiner Held. Das haben schon ganz andere gesagt. Aber das war nur Pfeifen. Es war keiner dabei, der wirklich was auf dem Kasten hatte. Also, wenn du wirklich einen Weg aus dieser Stadt heraus weißt, dann raus mit der Sprache. Ansonsten mach hier keine Sprüche, klar?
Was wird denn so geredet über einen geheimen Weg aus der Stadt? Es heißt, dass Artefaktschmuggler hier in der Stadt ihre Ware an den Don liefern würden. Doch die Weißen lassen kein Schiff mehr ablegen und die Haupttore werden ebenfalls bewacht. Die Artefaktschmuggler müssen einen Weg gefunden haben, den die Weißen noch nicht kennen. Verstehe. Kennst du jemanden dieser Artefaktschmuggler? Ich vermute, dass die Banditen vom Don dahinter stecken. Aber genau weiß ich das nicht. Im Grunde versucht doch jeder, der ein Artefakt findet, es gewinnbringend zu verkaufen. Wer hat da schon den Durchblick? Ich jedenfalls nicht. Aber du kennst doch bestimmt jemanden, der mit Artefakten handelt, oder? Frag doch mal den Kerl da drüben. Sein Name ist Düter. Der versucht schon seit Tagen, seine heiße Ware zu verkaufen. Bisher allerdings ohne Erfolg. Dieter. Mit mir machen die sowas nicht. Der. Interesse an einem wertvollen Artefakt? Nicht mal ein Hallo oder irgendwie sowas. Nee, direkt will er das verticken. Läuft bei dir, Digga. Läuft bei dir. Wer bist du? Ich bin Schatzsucher. Heiße Düter. Du bist einer der Drillingsbrüder, richtig? Du kennst meine Brüder? Kennen ist zu viel gesagt. Zumindest bin ich schon mal einem von euch begegnet. Woher stammt dein Artefakt? Aus den Tempelruinen. Ist sehr wertvoll. Dein Bruder Olf wird von den Weißen gefangen gehalten. Olf ist stark. Er wird sich wieder befreien. Ihr seid ja eine tolle Familie. Was für ein Artefakt hast du anzubieten? Eine Goldschale. Sehr wertvoll. 150 Goldmünzen will ich dafür haben. Okay, ich denk drüber nach. Naja, okay. Ich will ihm jetzt aber nicht... Nee, will ich jetzt nicht. Ach so, ja, stimmt. Oh Mann, ey. Ich habe hier auf jeden Fall noch einen Arsch voll Arbeit vor mir. So viel ist sicher. Und ich weiß noch nicht so ganz, wie ich... Ich hab echt... Was willst du hier? Ich hau ja schon ab. Wenn du deine Kuh suchst, bist du ja falsch. Hier gibt es nur tote Kühe. Und die sind Eigentum des Ordens. Ich suche keine Kuh. Dem Gürger sei Dank. Das Letzte, was ich heute noch gebrauchen kann, ist ein zeternder Bauer. Wieso? Die kommen hier rein und behaupten, ich hätte ihre Kuh gestohlen. Dabei geschieht ja alles nur auf Anordnung des Ordens. 2 Stunden Gelaber für nichts. Frag mal Mo, der kann ein Lied davon singen. Wer ist Mo? Mein Gehilfe. Er macht gute Arbeit und hat viel zu tun. Also ärgere ihn nicht. Du verdienst hier bestimmt eine Menge Gold. Das Schlachthaus ist eine Goldgrube. Aber der Gewinn geht fast komplett an den Orden. Ich werde nur fürs Schlachten bezahlt. Wenn du mehr wissen willst, musst du nach nebenan gehen und mit Baxter reden. Er führt die Bücher. Ich bringe ihm jeden Abend die Kasse und bekomme meinen Lohn. Ja, das bringt mich jetzt aber noch nicht so wirklich viel weiter. Hi, ich bin der Mo. Was machst du hier? Ich arbeite für Dagel. Ich liefere das Fleisch aus. Und sonst? Ich beseitige auch die Schlachtabfälle, halte die Fleischerei sauber, koche das Fett ein und hole die Kühe. Ich habe einen ziemlich langen Tag, also wenn du nichts Bestimmtes willst, lass mich arbeiten. Dagel hat von Bauern erzählt, die hierher kommen. Ja, manchmal. Machen meistens ein Riesentheater. Aber was sollen wir machen? Wir müssen die Kühe schlachten. Ich versuche, mich da immer rauszuhalten. Ich habe genug zu tun. Habt ihr noch ein paar Felle? Ja, ein paar alte Felle habe ich noch. Hier, du kannst sie haben. Sag mal, du brauchst die doch nicht für Baxter, oder? Ja, eigentlich schon. Na, das gefällt mir. Die Felle gehörten eh schon Baxter. Aber das muss er ja nicht erfahren. Hau schon ab. Bombo ist cool. Ich finde den klasse.
Oh, den Typen, den mag ich. Der ist toll. Ehrlich, in oh Mann, seiner ey. Haut möchte ich nicht schlafen. Über sowas macht sich doch keiner Gedanken. Das gibt's da nicht. Oh, ich suche immer noch. Ich glaube nur. Du siehst aus, als ob du Gold hättest. Wenn du Spaß und Entspannung suchst, bist du bei uns in Sonjas Bordell genau richtig. Schau doch mal bei uns vorbei, Süßer. Wir haben Tag und Nacht für dich geöffnet. Du wirst es nicht bereuen. Werd's mir merken. Jetzt weiß ich immer noch nicht, wo ist das hier? Ha! Das ist das Bordell, korrekt. Hör mal, Schätzchen. Wenn du hier was anfassen willst, musst du es bei mir zahlen, klar? Was kannst du mir anbieten? Du bist hier im feinsten Freudenhaus der ganzen Stadt, Schätzchen. Was du hier nicht findest, willst du auch nicht, verstehst du? Ja. Ich brauche eins deiner Mädchen für die Zellenwache am Hafenkai. Hafenkai, sagst du? Nimm Annika. Sie schwirrt da draußen irgendwo am Hafenkai herum. Was du mit ihr machst oder für wen du sie brauchst, machst du am besten mit dir selbst aus. Alles klar. Annika, am Hafenkai. Danke. So. Ich werde jetzt nicht unbedingt demonstrieren, was da so abgeht, wenn ich... Das wäre nicht so jugendfrei und das geht auch jetzt, das ist jetzt auch momentan vollkommen Wumpe. Deswegen werde ich jetzt erstmal wieder zurückdackeln, damit ich jetzt Annika da Bescheid sagen kann. Dann kann ich mit Romanov reden, boah, es sind hin und her. Ich habe bei Sonja für dich bezahlt. Na gut. Wo gehen wir jetzt hin? Zu dir oder zu dir? Die Stadtwache Dick will dich gerne kennenlernen. So, so. Er schickt wohl dich, weil er selbst zu feige ist, was? Schon gut. Wo ist dieser Dick? Er hält Wache bei der Zelle am Hafenkai. Ach ja, den Kerl meinst du. In Ordnung, bin unterwegs. Na, geht doch. War das jetzt echt so schwer? So, also. Dann kann ich jetzt gleich in die Zelle. Ich werde jetzt allerdings dann erstmal kurz einen Save machen, weil ich nicht weiß, wie Romanov dann wirklich drauf ist. Und das mache ich jetzt mal eben. Hier, einmal bei Zenf. Und einmal bei Kodnascherei. So. Hoffentlich war das jetzt. Ist ja egal. So. Das Freudenmädchen Annika wird sich um dich kümmern. Ah, das ist gut. Endlich mal was los hier auf diesem beschissenen Posten. So, nun zu dir, Kumpel. Komm mit nach hinten. Dort sieht uns keiner. Wenn Annika da ist, kriegst du den Zellenschlüssel. Der hat ein nettes Schild. Also mit dem will ich mich nicht prügeln. So viel steht sicher. Also viel ist sicher. Probleme haben wir alle. Ach, da ist er. Was ist jetzt mit dem Zellenschlüssel? Gut, hier hast du ihn. Aber wenn ich wegen dir Ärger kriege, wirst du das bereuen. Schon klar. So. Ich habe schon die Befürchtung, ich muss mich mit ihm schlagen. Ha! Wen schicken Sie mir denn jetzt? Einen Laufburschen? Ich gebe dir einen guten Rat, Junge. Es ist besser für dich, wenn du erst gar nicht versuchst, mich nach meinem Gold zu fragen. Du bist Pirat. Mein Name ist Ivan Michail Nikolai Igor Romanov. Für dich einfach nur Kapitän Romanov, klar? Ich bin mir sicher, du hast schon von mir gehört. Viele Geschichten werden über mich erzählt. Viele finstere Geschichten. Und glaub mir, egal was du gehört hast, sie sind alle gelogen. Heißt das, du bist kein Pirat?
Das heißt, dass die Maulhelden da draußen keinen Schimmer davon haben, was ich wirklich getan habe, Junge. Romanov ist ein Mörder, sagen sie. Er ist ein Verbrecher. Er ist ein Dieb, sagen sie. Ha! Sollen sie alle im Vulkanfeuer schmoren? Ich habe ganze Städte vor heranrollenden Armeen beschützt. Ich habe den heiligen Tuk des Harlan aus dem Palast von Kroazin befreit. Ich habe einen Rottwurm getötet. Mit meinen bloßen Händen. So, und nun sag mir, dass dir das irgendjemand erzählt hat. Nein. Ha! Aber so ist es gewesen. Du bist über das Meer gekommen? Allerdings. Wer von den braven Bürgern weiß denn schon, was auf den Meeren da draußen wirklich passiert? Alle reden von der Bedrohung durch die emporgestiegenen Tempel. Ha! Aber das ist nur ein Witz. Ich sage dir, es wird noch viel schlimmer kommen. Ein Sturm ist im Anmarsch. Ich habe es selbst gesehen. Ein Sturm, den niemand aufhalten kann. Nicht einmal dieser eingebildete Inquisitor mit seiner weißen Armee. Du scheinst den Inquisitor nicht zu mögen. Ha! Was denkst du, wer mich hier eingebuchtet hat, du Schlaumeier? Aber eins kann ich dir sagen. Wenn ich hier wieder rauskomme, kann er was erleben. Wie lange sitzt du hier schon? Einige Tage. Die Schweine wollen mich weichkochen. Ha! Da können sie lange warten. Ich werde ihnen niemals verraten, wo ich mein Gold versteckt habe. Ha, ha, ha! Die Kneipenwirtin Patty sucht ihren Vater. Patty? Patty Stahlbart? Ha, 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 ha! Dieses Teufelsweib ist alles, nur keine Kneipenwirtin. Ihr Vater ist einer der größten Piraten diesseits der Meere, Kapitän Gregorius Stahlbart. Dieser Hund hat mir nicht nur einmal das Leben zur Hölle gemacht. Das kann ich dir flüstern. Weiß der Henker, wo sich der alte Halsabschneider herumtreibt. Aber sollte ich ihm nochmal begegnen, wird sein letztes Stündlein schlagen. Wenn ich du wäre, würde ich um dieses Miststück von Piratentochter einen großen Bogen machen, Junge. Solche Weiber bedeuten nichts als Ärger. Ha! Glaub mir, ich spreche aus Erfahrung. Hm, interessant. Du erwähntest gerade dein Gold. Ich hab dir gesagt, dass du mich nicht danach fragen sollst. Ja, richtig. Ich erinnere mich. Dann halte dich daran. Sonst wird es dir schlechter gehen. Wer könnte wissen, wo sich Kapitän Gregorius Stahlbart aufhält? Meine Mannschaft und ich suchen den Mistkerl schon seit Monaten. Bisher ist Stahlbart noch nicht wieder aufgetaucht. Wo ist eigentlich deine Mannschaft? Irgendwo auf der Insel. Ein Teil von ihnen ist sogar immer noch hier in der Stadt. Vasili und Eriksen waren erst kürzlich noch hier. Sie warten nur auf ein Zeichen von mir. Warte mal. Ich habe ja hier die Tür offen und da kann ich dem ja auch sagen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich den freilasse. Muss das jetzt sein? Die Tür ist offen. Du bist frei. Meinst du etwa, diese marode Tür dort hätte mich daran hindern können, hier rauszukommen? Glaubst du das? Da kennst du mich aber schlecht, mein Junge. Wenn ich gewollt hätte, wäre ich schon über alle Meere. Warum fliehst du nicht? Ich habe hier in dieser Stadt noch was zu erledigen. Eines Tages werden die Weißen im Dreck liegen und die Stadt wird wieder Don Esteban gehören. Ich werde mir ein großes Stück aus dem Kuchen herausschneiden, wenn es soweit ist. Ich werde erst mal hier bleiben und auf meine Chance warten. Du willst Don Esteban unterstützen? Ich kenne Esteban schon seit langer Zeit. Er ist der wahre Herr dieser Insel. Ich habe die Zusammenarbeit mit ihm nie bereut. Gemeinsam haben wir immer fette Beute gemacht. Ich habe nicht vor, das zu ändern. Auch du wärst gut beraten, wenn du dich für die richtige Seite entscheidest, mein Junge. Ein bisschen windig in deiner Zelle hier. Wind macht einem wahren Seemann nichts aus. Doch dieser elende Gestank in diesem Loch macht mich noch wahnsinnig. Hör zu, mein Junge. Ich trage schon seit 30 Tagen dieses stinkige Schwitzhemd an meinem Leibe. Meine Kleidung ist mittlerweile so speckig und dreckig, dass ich sie in die Ecke stellen könnte.
oben im Lagerhaus am Hafenkai steht meine alte Seemannskiste. Ich habe darin eine Schatulle mit meinen Klamotten eingelagert. Wenn du mir die hierher bringen könntest, würde ich ein paar Münzen dafür springen lassen. Was meinst du? Abgemacht. Ich werde dir deine Schatulle bringen. Braver Junge. Hier hast du den Schlüssel zu meiner Seemannskiste. Sie steht im obersten Stockwerk des Lagerhauses am Hafenkai. Ist nicht leicht zu erreichen, aber ein schlauer Kerl wie du wird sie schon finden, was? Aber beeil dich! Und vor allem komm sofort wieder zu mir und lass niemanden an meine Schatulle, klar? Sind wohl recht wertvoll, die Hemden in deiner Schatulle, was? Lass das quatschen! Beweg dich! Oh, wie nett der ist. Mein Gott. Ein richtiger Partykracher wäre der. Hundertprozentig. Wobei er ja doch schon irgendwie nett ist. Also ich nenne der Hand was. Vor allem er nennt mich ja sein Jungen. Toll. Naja. So, ich glaube allerdings, wenn ich jetzt hier reingehe, dann will der mich schlagen. Ja. Typen wie dich will ich hier nie wieder sehen. Ja, entspann dich. Und wenn ich von da aus reingehe, dann will der mich schlagen. Sag ich doch. Weg mit dir! Nee, das ist nur Buddys Truhe. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Muss der nicht auch mal irgendwann schlafen, ey? Nimm hier keine Sachen weg! Okay, entspannt euch doch mal alle. Ja, verschwinde von hier! Okay. Da kommt er wieder raus. Ich wüsste, irgendwo war ja noch ein Ordenskrieger. Ich werde mal gucken. Hier erstmal hoch. Aha, clever. So, erstmal alles nehmen. Wohlhabend. Typen wie dich will ich hier nie wieder sehen. 12 habe ich, cool. Ja, du wirst mich da nie wieder sehen, bla. Warte mal, ich werde. Vielleicht doch mal kurz eine Heilung mir reinpfeifen. Da, eine Heilpflanze. Das hat ja viel gebracht. Super. Ja, das muss reichen. So. Auf zu Romanov. Ich hätte eigentlich mal gucken sollen, was der da noch alles so drin hatte, aber das wäre vielleicht ein bisschen zu knapp geworden von der Zeit her. Weil die wollen einen ja dann sofort verprügeln, wenn die merken, da ist ein Fremder in den Scheißlagerhäusern oder in den Hütten allgemein. Boah, das habe ich immer in Gothic 1 schon gehasst, ey. Muss das jetzt sein? Hier, hast du deine Schatulle. Du hast sie gefunden? Hat dich jemand gesehen, wie du sie geholt hast? Niemand Wichtiges jedenfalls. Na gut, dann werde ich dir jetzt verraten, was du mir da eigentlich gebracht hast. Lass mich raten, in der Schatulle ist dein Gold, das du von Don Esteban bekommen hast. Das Gold, das die Weißen suchen und weswegen sie dich hier festhalten? Wer hat dir das verraten, du Bengel? Lag auf der Hand. Du willst mir also damit sagen, du wusstest, dass ich dich geschickt habe, um mein Gold zu holen? Könnte man sagen. Das ist ja ein Ding. Ha! Gut gemacht, mein Junge. Das zeigt, dass ich mich auf dich verlassen kann. Das stimmt mich äußerst großzügig. Ich gebe dir einen Teil der Beute ab. 300 Gold. Was sagst du dazu? Ich nehm's gern. Gut. Abgemacht. Ups. Scheiße.
Verdammte Axt. Hätte ich das Masejo gebracht. Probleme haben wir alle. Ist was? Die stehen ja hier nur doof rum. Mann, ich dachte, die machen da irgendwas. Naja. Verdammt. Das war jetzt ein bisschen kacke, ey. Ätzend. Egal. Warte mal, kurz safen. Nein. Dann mach ich jetzt nur über Senf. Und? Was ist jetzt mit dem Gold von Romanov? Hast du schon was gefunden? Naja. Hätte ich mir denken können. Die Aufgabe war offensichtlich zu schwer für dich. Geh jetzt. Ich hab zu tun. Wie nett der Typ ist. Echt. Der ist auch eine Stimmungskanone. So, aber ich sag jetzt einfach mal, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, wann auch immer ihr das sehen werdet, und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, macht's gut, Leute.